Ich höre immer wieder, dass der Englische Garten die Seele der Münchner ist, weil die Menschen, die hier in den eng bebauten Gebieten außenrum in den Englischen Garten kommen, sie ihre Seele baumeln lassen können. Was ihn besonders auszeichnet, ist dieser englische Landschaftsstil, der aus der Malerei kommt, aus der englischen Landschaftsmalerei. Und wir befinden uns hier im Park immer in begehbaren Landschaftsbildern. Die Städter, für die ist die cleane Natur vielleicht sogar angenehmer. Und ich glaube, das ist in uns Menschen drin, dass diese wilde Natur doch eher bedrohlicher noch ist und diese Kulturlandschaft sehr positive Ausstrahlung auf uns Menschen hat und wir uns hier wohlfühlen. Wir haben kleine Wälder, wir haben Strauchgruppen, wir haben Einzelbäume. Wir haben aber auch wunderbare große Wiesen und wir haben alles durchzogen mit Wegen und Wasser. Das Wasser spiegelt die Seele, sagt man, und verleiht dem Englischen Garten einen besonderen Charme. Das ist der Biberbau hier. Ja, und da hinten ist schon gleich der nächste Biberbau. 5 Biberbauer haben wir mit durchschnittlich 5 Bibern pro Bau. Die Bäume, die er nicht anlagen darf, die schützen wir und die anderen, die kann er fällen. Wenn der Bürger sagt, ja, ich akzeptiere den Draht, weil ich den Biber mag, dann ist es in Ordnung. Das ist ein Volkspark. Wie ich hierher gekommen bin 1994, hatten wir im Jahr durchschnittlich 30 Tonnen Müll. Heute sind es 100 Tonnen. Wie viel Mensch hält ein Quadratmeter Natur aus? Also im Südteil, da sprudelt das Leben. Wenn ich zum Beispiel meine Ruhe haben will, dann gehe ich tatsächlich in den Nordteil. Da gibt es einen Wegeabschnitt, in dem gurgelt der Bach ganz freundlich und liebevoll vor sich hin. Da gibt es 1, 2 Bänke, auf die kann man sich setzen und kann man dann so mal so in sich reinhören. Ich gestalte den Englischen Garten in meiner Zeit, in der ich hier bin, für die nächsten 2 Menschengenerationen. Weil ja eine Baumgeneration doch 120 Jahre sind. Ich sage jetzt mal, ich gestalte ihn auf alle Fälle für meine Kinder. Man muss bewusst machen, um was es hier geht, dass die Natur in der Stadt so wichtig ist und dass jeder seinen Beitrag dazu leisten kann, indem er sich achtsam verhält. Und ich glaube, das ist einer der schönsten Jobs, die es deshalb gibt, weil ich sehe ja, wie glücklich die Menschen sind. Und einerseits kann es einen ja vielleicht Sorge bereiten, wenn immer mehr Menschen hier kommen. Auf der anderen Seite zeigt es aber doch, dass ich doch relativ viel richtig gemacht habe und der Mensch diesen Park liebt.